Rund 30 interessierte Praxisinhaber, Klinikpersonal und Vertreter aus Gemeinden waren da, um sich über den neuen Weiterbildungsverbund zu informieren. Hier kooperieren Arztpraxen, Krankenhausgesellschaft und Landesärztekammer unter der Federführung der KV Rheinland-Pfalz. Wir unterstützen Kliniken und Praxen dabei, Weiterbildungsverbünde zu gründen. Wir stellen ihnen das Konzept der Verbundweiterbildung vor und betreuen die Verbünde im Nachgang auch. Insofern, alle, die Interesse oder Informationen dazu haben möchten, können sich gern bei uns melden. Praxen, Kliniken, Ärzte in Weiterbildung und Studenten. In Nachbarbundesländern wie Hessen oder Baden-Württemberg wird das ja schon seit Jahren gelebt und das mit eigentlich sehr, sehr großem Erfolg. Es wird auch gern angenommen. Und in Rheinland-Pfalz war es jetzt auch einfach an der Zeit, dass wir das umsetzen, was der Gesetzgeber schon auf Bundesebene vorgegeben hat. Verbundweiterbildung bietet einem Arzt in Weiterbildung neben einem verlässlichen Partner auch Kontinuität in der Weiterbildung. Das heißt, der Arzt in Weiterbildung weiß von Tag 1 an, wo er die 5 Jahre seiner Weiterbildung verbringt, wie lang die einzelnen Weiterbildungsabschnitte sind und die Arbeitgeber stehen von Anfang an fest. Das bringt natürlich eine enorme organisatorische Entlastung mit sich, weil dadurch der Übergang zwischen stationär und ambulant nahtlos läuft und Planungssicherheit auch in allererster Linie. Planbarkeit ist auch für die Praxen wichtig, die in solch einem Verbund mitmachen. Der Allgemeinmediziner Markus Reinhardt hat sich mit seiner Praxis dem Verbund angeschlossen. Er findet die enge Verzahnung der stationären und ambulanten Abschnitte wichtig. Auch, dass es regelmäßige Qualifizierungsgespräche zwischen Klinik und der Praxis gibt. Das alles kostet Geld. Deshalb ist es wichtig, dass die Weiterbildung gefördert wird. Die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin wird mit 4.800 Euro monatlich bezuschusst. Und das Schöne ist ja, dass wir eine unbegrenzte Stellenförderung haben bei der Allgemeinmedizin. Das heißt, es gibt keine Deckelung. Jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, erhält auch die finanzielle Förderung. Und es werden bis zu 42 Monate im ambulanten Bereich gefördert. Über § 75a SGB V werden bei uns in Rheinland-Pfalz auch noch 6 weitere Facharztgruppen finanziell gefördert seit Oktober letzten Jahres. Und die bekommen auch eine finanzielle Förderung. Die eine Hälfte wird seitens der KV finanziert und die andere Hälfte seitens der Kassen. Das Konzept der Verbundweiterbildung ist erfolgreich gestartet und der Bedarf in allen Facharztgruppen wächst. Die KV hat sich dazu entschlossen, nicht nur die 6 Facharztgruppen, die bisher gefördert werden, finanziell zu unterstützen, sondern eben auch alle anderen Facharztweiterbildungen. Die erhalten dann eine finanzielle Förderung von 2.400 Euro für eine Vollzeitstelle, sprich nur der KV ein Teil. Die Koordinierungsstelle will mehr als nur sektorenübergreifende Weiterbildungsstrukturen zu schaffen. Für das neue Jahr hat man sich viel vorgenommen. Wir möchten 2018 auch noch zusätzliche Angebote für die Ärzte in Weiterbildung schaffen. Insofern hoffen wir, dass es dann mit dem Kompetenzzentrum Weiterbildung losgehen kann, sodass da Seminare, Fortbildung, Mentoring-Programme angeboten werden können und dass auch die Weiterbilder zusätzliche Angebote in Anspruch nehmen können.